Drücke einen beliebigen Knopf oder eine beliebige Taste, um fortzufahren. Das kann ich gerne tun, denn wir spielen heute von Midway, licensed by Nintendo. Und Arzt war auch noch mit dabei, Independent Arzt war natürlich mit dabei. Die Biene Maya, Klatschmohn, wie sind Gefahr. Es gibt aber Spiele, deren Titel einfach viel zu geil ist für das eigentliche Spiel. Und ich denke, das wird ein First Play. Aber ich habe Bock drauf gehabt. Ich meine, welches Spiel heißt schon die Klatschmondwiese in Gefahr? Was haben die Programmierer da geraucht? Freunde oder Abenteuer? Oh, ich muss mal kurz mein Tee reinlassen hier. Ah, jetzt kann ich das große Abenteuer von Biene Maya nicht genießen. Wir machen natürlich Abenteuer. Ist das, worauf ich Bock habe? Ah. So, was gibt's hier auszuwählen? Sind das die einzelnen Level? Ich habe keine Ahnung. Geh mal hier hin. Wirklich, ich weiß nicht, was ich zu tun habe, ne? Nein, Alter, wie Freunde, nein, Abenteuer. What the fuck, was geht hier? Leicht. Okay, wir können Willy nehmen oder Maya, Willy oder Maya. Ich habe keine Ahnung, was ich da nehmen soll. Ich könnte jetzt sogar Stimmen einstellen. Ich habe sowas nochmal, ich habe so ein Stimmprogramm. Einen Moment mal, die Musik jetzt wird ein bisschen aus sein, ist aber nicht so schlimm. Wir könnten sowas Willy-mäßiges nehmen oder was Maya-mäßiges. Chipmunk. Können wir hier mal Chipmunk rein? Jetzt müsste ich schon ein bisschen Chipmunk-mäßig sprechen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt hier funktioniert. Gehen wir zurück ins Spiel und nehmen einfach mal Willy. Keine Ahnung, wie meine Stimme jetzt klingt, ob die Sacke nicht ist. Ich wollte Willy nehmen. Warum nehme ich jetzt Maya? Ich nehme die Stimme wieder aus, Leute. Das ist ja scheiße. Gut, Chipmunk raus. Halt, normal. Wo ist kein Effekt? Wo ist kein Effekt? Perfekt, okay. Alles nicht so einfach. Okay, lass das mal springen. Ja, ich muss dieses Soundboard mal häufiger einprogrammieren. Ich habe da alles möglich. Ich kann auch ein bisschen singen. Soll ich mal was singen mit diesem Soundboard? Ich hoffe, es funktioniert jetzt, sonst blamier ich mich jetzt schon Strich im Faden. Wo, der Magic Core? Ich kann euch was singen. So, okay, jetzt höre ich auf mit der Scheiße. Und, kein Effekt. Und wir können weiter zocken. Ey, gar nicht so einfach, ne? Diese ganzen Experimente bei mir. Okay, es steuert sich schon mal nicht schlecht, muss ich sagen. Und wir können sogar fliegen, habt ihr es gesehen? Mi. Aber nur ganz kurz. Mehr können wir nicht leisten. Mi. Maya ist halt eine fette, faule Biene, ne? Wer hätte gedacht? Die latscht doch viel lieber, als sie fliegt. Das ist nicht so Ding. Fliegen mag sie nicht so. Aber ich muss wirklich sagen, dass es erstaunlich gut spielt. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, hier kommt wirklich ein Worst Play. Dabei habe ich irgendein Kinderspiel gespielt. Ah, Golden Shower. Was? Ah, okay, das war Level 1. Ich glaube, das ist wirklich... Das ist kein Wordplay, Leute. Das ist ein schönes, friedliches Spiel von guten deutschen Programmierern, die Bock drauf gehabt haben, auch mal ein Biene Maya Game zu machen. Das Ganze einfach aus lustiger Weise Klatschmondwiese genannt haben. Rettet die Klatschmondwiese. Klatschmondwiese in Gefahr. Mi. Ist alles. Die haben es nur gut gemeint. Ich meine, das ist ja noch schlimmer als das Heidi-Game auf dem Game Boy Advance. Wer es nicht kennt, ich habe ein Let's Play dazu gemacht. Könnt ihr mal reingucken. Da kommt Maya aber nicht hoch. Doch, kommt sie. Mit ein bisschen mehr Schwung. Alles kein Problem. Maya ist halt eine harte Sau. Das ist alles. Wir sammeln jetzt quasi die ganzen Blüten auf. Ich glaube, das ist sogar von denselben Programmierern. Weil da musste man auch die ganze Zeit Blüten aufsammeln. Wie so ein Bekloppter. Und da war es am Anfang auch so irgendwie total lächerlich leicht, bevor man dann durch wirres Level-Design aufs Maul gekriegt hat. Weil Heidi schneller rennen konnte als Sonic. Jetzt haben wir Willy aufgesammelt. Maya. Und wieder, Golden Shower. Yay, das wird gleich ein ganz kurzes Let's Play. Ich glaube, das ist wirklich schlimm. Ich habe Biene Maya früher nicht gesehen. Ich habe es gehasst, wie die Pest einfach aus dem Grund. Es ist halt Biene Maya, was willst du damit anfangen? Was ist das Anfangslevel? Wir machen das Anfangslevel jetzt nicht nochmal, oder? Nee, okay, es sieht aus wie ein anderes Level. Es wirkt wie ein anderes Level. Aber Maya kann nicht so cool schnell rennen. Ah, das sind böse Bienen. Böse Bienen. Böse Bienen. Das sind Wespen. Böse Bienen sind Wespen. Die sind faul, beißen die Leute. Stechen die Leute natürlich. Beißen machen sie nicht, weil die haben kein Beißwerkzeug. Haben doch, die haben Wespen, haben Beißwerkzeug, aber die nutzen sie nicht, ne? Nur, um Wohnungsbau zu betreiben. Ach Gott, ich bin ein ganz schlechter Insektologe. Ich weiß nicht mal das Fachwort für Insektologie. Ich glaube nicht, dass es Insektologie ist. Möchte ich noch dazu sagen. Ich glaube wirklich nicht, dass es Insektologie ist. Oh, dicke Pollen. Mehr Honig. Oh nein, ich bin runtergefallen. Scheiße, ich habe wirklich eine Polle verpasst. Was passiert, wenn dieser Honigtopf voll ist? Werden wir dann unsterblich? Und die unsterbliche Superhonigbiene Maya. Maya. Oh Mann, ey. Ich muss sagen, die Musik ist unschuldig und ruhig. Die Hintergrundgrafik rollt gut mit. Das ist ein solides, programmiertes Spiel. Ich habe echt gedacht, ich kann daraus ein Wordplay machen. Dabei ist einfach nur ein bisschen... dass ich es zocke, ist ein bisschen Wurst. Ey, kann ich jetzt den ganzen Tag den Honig da rausholen? Wozu sammle ich den Scheiß dann?
Ist das meine Lebensenergie? Ich habe nicht die geringste Ahnung, Leute. Auf jeden Fall muss ich oben lang. Aber da gab es noch einen Geheimgang. Den wollen wir mal nehmen. Boah, ist das spannend. Maya und die großen Abenteuer von Maya. Natürlich ein Geheimnis. Ein Kleeblatt aufgesammelt. Keine Ahnung, was ich davon habe. Aber sie bewegt sich auch ein bisschen arschlangsam. Vielleicht beim Fliegen? Mimi. Maya. Oh, Gottes Willen. Jetzt habe ich angefangen zu zocken, Leute. Jetzt hau ich auch raus, das Video. Ich habe gedacht, hier kann ich ein bisschen mehr ablachen. Nein! Da! Habt's gesehen. Honig ist mein Lebenselixier. Werde ich von irgendeinem bösen Käfer getroffen. Pilzer, Käfer. Verliere ich einfach Lebensenergie. Das ist so nicht in Ordnung, muss ich sagen. Oh! Nein, es zerbröselt. Ich wollte auf die andere Seite. Da gab's doch noch ein Geheimnis. Nee, Maya. Okay. Schaffst du, Maya? Gibt's nichts. Gibt's nicht mal Scheiße, Sir. Klatsch. Ach, das bricht jetzt nicht ein. Wollte gerade sagen, Maya ist fett geworden. Maya. Oh nein, Maya. Es wäre einfacher gewesen, nochmal A-Knopf, ne? Den Sprung statt A und B gleichzeitig. Aber ich glaube, man wollte es den Kiddies, die das Spiel nicht so schwer machen. Warum dann spiele ich das, Alter? Ich bin über 30, was soll denn der Scheiß? Warum zocke ich denn sowas? Naja, wenn ich gedacht, das ist was Lustiges für euch. Jetzt stellt sich raus, ist ein... Alter. Fliege, du Drecksau! Jetzt kriege ich schon langsam wieder... Warum will sie jetzt nicht mehr... Der Honig ist alle. Kann ich nur fliegen, wenn ich Honig habe? Ich kann nur fliegen, wenn ich Honig habe. Das ist ja völlig, das ist ja mindblowing, Alter. Das ist ja unfucking fassbar. Und das ist das Spiel, das ist ja Gameplay-tief. Also richtig Gameplay-tief ist dabei. Maya muss mehr Blumen sammeln. Oh nein, sie kommt nicht mehr aus der Grube raus. Ich glaube, wir werden das Spiel wird dann... Gornschau. Das Spiel wird nicht lange dauern. Ich glaube, dann lege ich es beiseite. Es ist aber völlig okay, schätze ich mal. Es ist so ein Mini-Let's Play hier. Vielleicht gibt es noch einen Endboss. Wir kommen eine Welt weiter. Das sind 8 Sonderpflanzen, die wir sammeln müssen. Da hat sich einer an Yoshi irritiert. Orientiert meine ich natürlich. Hier gibt es ganz auch 5 tolle Pflanzendinger. Die sammelt man auf und einmal ist man dann glücklich. So. Bam. Wo muss ich hier hinten eigentlich? Also ich dachte hier runter, aber es wird... Ne, ich will mich erstmal oben umgucken. Maya. Die sehen doch scheiße aus. Das sind doch Feinde. Schurken. Schmierige. Muss ich unten lang? Ich glaube, ich habe die Abkürzung genommen, ne? Ich will aber alle Blüten aufsammeln, bin eine fleißige Biene sein. Oh, Maya kann ja auch kriechen. Schöne Erdbiene jetzt geworden. Schöne Erdwespe eigentlich. Oder gibt es Erdbienen? Ich kenne eigentlich nur Erdwespen. Also so ein kleines Erdwespennest, was auch manchmal faszinierend anzusehen ist, wie die einfach drin verschwinden und wieder rauskommen wie die kleinen Maulwürfe. Aber trotzdem gefährlich für die Menschheit sein. Alle Wespen sind gefährlich für die Menschheit. Nein, im Prinzip habe ich überhaupt nichts gegen Wespen. Die sind halt nur sackgängig, aber eigentlich... Oh nein, Maya. Ich habe mal gehört, warum diese sackgängig gehen. Das ist eigentlich ganz faszinierend. Das Problem ist ja, dass die einfach scheiße blind sind. Die haben ihren Geruchssinn, soweit ich weiß, aber sehen tun die so gut wie gar nichts. Und deswegen kommen die so immer so nah an einen ran. Die wissen es einfach nicht besser. Würde man Wespenbrillen kaufen, wäre das ein besserer Planet. Mehr Wespen brauchen Brillen, ich sag's euch. So, warum habe ich jetzt eine Warp aufgenommen? Ich habe nicht die geringste Ahnung, aber... Da ist die Sonderpflanze, yay. Nein, ich hab's verpasst. Aber ich kann's doch kriegen. Ich muss sagen, als Kind hätte mir dieses Spiel sicherlich zugesagt. Aber nur, wenn ich ein ganz großer Maya-Fan gewesen wäre. Also das ist die Grundvoraussetzung. Sei Maya-Fan, dann gefällt dir dieses Spiel. Und ich meine nicht die Mayas, also ich meine jetzt nicht hier diese alte Hochkultur. Oh, Marienkäfer gekillt. Warum haben die eigentlich die Bienenstreit mit... Ja, ich weiß, ich lasse jetzt eine Menge liegen, ist mir aber scheißegal, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum haben die Wespen... die Bienen eigentlich Streit mit den anderen Insekten? Jetzt da um die geheimen... Blumen und Bienen, Honigvorräte. Geht's da wirklich um die Vormacht? Es ist wirklich wie Heidi, auch da gab's Pilze zum Springen. Es ist erschreckend. Also, es ist garantiert von denselben Programmierern. Ich muss das mal angucken, aber zumindest von denselben Machern. Oder die haben einfach nur gesagt, ey komm, ich gebe dir einen Zehner und kauf die Sprites auf. Ich weiß jetzt mal nicht, was zuerst draußen war, Maya oder Heidi, aber es ist wirklich faszinierend, weil diese ganze Blumenumgebung, diese Pilzidee und überhaupt, man muss auch sagen, diese relativ saubere Steuerung, die ich hier überhaupt nicht kritisieren kann. Bei Heidi war es genauso. Weil was diese Spiele überhaupt gespielt haben, ist eine Schande. Wieder durchkriechen. Das erstaunlich war, dass, wie gesagt, die Steuerung so gut war. Aber die Gegner einmal so ein bisschen unfair aufgetaucht sind. Nein, okay. Ah nein, ich wurde getroffen. Jetzt habe ich keinen Honig mehr.
Weil ich dachte, Honig wäre mein Energy. Nee, Honig ist nicht mein Energy. Stimmt ja, Honig war ja nur zum Fliegen da. Jetzt sammle ich ja die Blumen die ganze Zeit ein. Ach, davon kriege ich nur Leben. Es ist wirklich wie bei Heidi. Aber das Spiel... Ah nein, ich brauche doch noch ein bisschen Fliegenkraft. Kann ich noch eine Sekunde fliegen? Nee, ich krieg die Blume nicht mehr. Muss irgendwas töten, um mehr Blumenhonig zu kriegen. Oh nein, ich werde sie nie wieder kriegen. Warte mal, hier durchkriechen. Gibt der mir vielleicht noch ein bisschen Blumenpower? Flower Power. Flower Power, Flower Power. Da müssten wir nämlich auch rein. Aber, nee, wir kriegen ja keinen Flug mehr hin. Das war's, Leute, aus. Maya wird ihren Job nie erledigen und alle Blüten kriegen. Das ist ein Drama. Denn die geben ja keinen Honig hier. Ich brauche mehr hier Klatschmohn, damit ich ordentlich fliegen kann. Hier, gib mir Klatschmohn. Ah, hier kriege ich Klatschmohn. Hol ich den ganzen Scheiß natürlich noch, Leute. Kenne ich nix. Die Klatschmohnarmee ist wieder zurück. Guck mal, schön voller Honigtopf. Das ist der Zaubertrank. Der bringt dir Maya zum Fliegen. Maya, nein. Maya, das war nicht so gut. Halt's Maul, Billy. Okay. Schnauze. Alles gekillt, was ich bei 3 auf der Wiese ist, Junge. Okay. Du Drecksau, Alter. Da hat er mich schön bitchig von hinten gesneakt. Habt ihr das gesehen? Hat er sich einfach umgedreht und mir in die Fresse gehauen. Ich wollte gar nichts tun. Jetzt muss ich ihn töten. Das ist das Leben einer Biene. Man will nicht so oft töten, aber manchmal muss man halt töten. Das ist nicht Tug-Life, nicht Schlägerleben, Tug-Life, sondern es ist einfach Bees-Life. Oder Bees. Gott, mein Englisch ist very beautiful. Ich will jetzt diese Scheißpflanze haben. Bitte. Aber das gleiche Problem, wie ich auch bei, ich muss den Vergleich immer wieder ziehen, zu Heidi feststellen durfte, ist halt eine relativ, nicht so ganz so, also die Musik, sie ist immer gleich, jetzt sag ich es gleich. Bei Heidi war es bloß noch auf richtig sackgängig, ne? Hier ist die noch einigermaßen okay. Oh nein, wir haben alle Blumen gesammelt. Willi, wir sind fertig. Gottes Willen, was rede ich da eigentlich? Bam, Käfer tot. Du auch nochmal, komm her. Schönen Sprung auf deine Rübe. Ey, dieses Abspringen vom Gegner, ne? Ist ein Element. Das hat Super Mario erfunden. Unglaublich groß gemacht und es wird von jedem Spiel genutzt. Also, ist, glaube ich, einer dieser ganz großen Elemente. Ich nehme das, den Gegner als Trampolin. Und noch ein Level. Ich weiß nicht, ob ich das ewig durchstehen werde, Leute. Ist momentan noch ein kleines Let's Play mit knapp 12 Minuten. Aber vielleicht schraube ich es noch in die Höhe. Vielleicht schraube ich es noch in die Höhe und mache einen Full Game Throw, Flug, Walkthrough, wie auch immer raus. Das glaubt ja wohl ich selber. Ohne Scheiß. Ja. Selbst bei Heidi habe ich gedacht, Alter, darf man mal einen Speedrun angucken? Passt das? Hat da jemand schon mal jemals einen Speedrun gemacht? Oder ist das meine Gelegenheit, bei Maya und die Klatschmohnwieses in Gefahr, da Speedrunner einzutauchen? Und einfach mal einen Weltrekord aufzustellen, wenn keine Sau... Au! Du Sau! Dieses Game spielt? Jetzt mal ohne Mist. Oder genau, Heidi. Heidi, das spielt doch auch keiner. Kein Mensch auf diesem Planeten möchte dann Speedrun aufstellen. Aber ich wette, da gibt es irgendwelche Typen, die die meisten Speedrunner-Rekorde halten wollen. Ist das eine böse Arbeiterameise, die mich töten möchte? Drecksau. Und dann einfach nur so eine Games immer zocken und immer sagen, oh, ich habe die meisten Speedrun-Rekorde von irgendwelchen Dreckstiteln, die keiner spielt. Ich glaube, davon gibt es eine ganze Menge, die dieses Denken so haben. Also ich als Speedrunner würde so denken. Hauptsache die meisten Rekorde. Völlig scheißegal, warum, wie und ehrenhaft, kenne ich gar nicht. Ehre, was ist das? Und dann einfach so eine Dreckskacke hier spielen. Was, wie gesagt, kein schlechtes Spiel ist. Ihr merkt das, es funktioniert ja in dem, was es tut. Es ist für die Zielgruppe perfekt, würde ich sogar sagen. Hätte ich eine kleine Schwester, statt einen großen Bruder. Oder hätte ich eine kleine, weiß ich auch nicht, was ist das? Man hat einen Neffen und hat eine Nichte, genau. Hätte ich eine Nichte. Oder hätte ich eine Tochter? Habe ich noch nicht. Kommt vielleicht noch. Wäre dieses Spiel perfekt für sie. So im Alter von, weiß ich nicht, was gibt man? Das habe ich gar nicht drüber nachgedacht, Leute. Jetzt werden die Jüngeren unter euch sagen, was will denn der jetzt, der alte Sack? Aber so, ab wann gibt man Kindern was zu zocken und was spielt man mit ihnen? Es gibt bestimmt viele von euch, die Kinder haben. Haut mal raus eure Empfehlungen. Ich weiß es doch nicht. Sag's mir, wann könnte man Biene Maya mit denen zocken? Ach Gott, das muss ich alles noch lernen dann. Das ist furchtbar. Ja, Vater sein ist schwer. Vater machen. Vater machen ist ja leicht. Okay, ich glaube, ich sollte dieses Spiel nicht so lange spielen. Ich merke schon, wie die friedvolle Liebe dieses Spiels in mir reinkommt und mich verweichlichen lässt. Das ist so nicht gut. Ich trinke jetzt noch ein bisschen meinen Tee wie ein richtiger harter Mann. Ah. Oh, jetzt eine Flugmission?
ist immer was Neues, ist eine Bonusmission. Ey Leute, ohne Scheiß, das ist von den Machern von Heidi. Der Stil ist einfach unverkennbar. Auch da gibt es alle paar Minuten so eine, irgendeine komische Schwebemission. Muss da erstmal über Wolken gerannt. Oh Mann. Der Tee. Er ist zu stark für mich. Ist viel zu hart. Nein, nein, Mario, du kannst doch nicht alles aufsammeln. Mach doch mal richtig hier. Ey Leute, ich würde sagen, ich werde das Let's Play dann mal schön beenden, weil ich keinen Bock mehr habe. Ich meine, ich habe im Prinzip ja alles jetzt gesehen, was es zu sehen gibt. Also hundertprozentig, da kommt nicht mehr. Das ist, ja, das ist halt so. Das ist Biene Maya. You want it, you get it. Sag ich mal, ne? Auf einmal schwebt sie, als hätte sie einfach im Honigtopf gebadet, ja? Ich sag ja, wie Obelix. Wie der Zaubertrank. Da fliegt sie die ganze Zeit. Oder die hat jetzt eigentlich mal in der Klatschmundwiese ein bisschen gerochen und sich ein bisschen Klatschmundsaft reingedrückt. Da fliegt man auch eine Weile. Gutes Zeug ist giftig, ne? Muss ja jeder für sein eigenes Vergnügen wissen, ne? Und Maya weiß das. Gift macht mir nichts. Bin selber Biene. Hab selber ein bisschen Gift mit dabei. Dann kann ich doch... Nein, 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 nein. Runter. Maya, Maya. Oh, ich dachte, Maya stirbt gerade. Kann Maya hier sterben? Ich glaube, Maya geht einfach nur so, oh nein, ich fühle mich nicht so gut, ich bin bewusstlos. Willi. Und dann ist sie wieder da. Zählt das jetzt als Level hier oder ist das wirklich nur so ein Bonusabschnitt? Wenn es ist ein richtig langer Bonusabschnitt, dass man das schon fast als Level zählen könnte, würde ich mal behaupten. Aber ich finde so eine Abwechslung nicht schlecht. Ich denke, ich sage mal wirklich, das Spiel ist sicherlich für seine Zielgruppe richtig gut. Besser auf jeden Fall als Heidi. Deine Welt ist das Abflussrohr. Aua. Obwohl, habe ich hier eine Energieanzeige? Ich kann auch hier Schaden nehmen. Hier. Ach nee, Gott, ich habe gerade zwei von den Honigwaben verloren. Sind die Honigwaben meine Energieanzeige statt der Honig? Der Honig ist nur zum Fliegen da? Jetzt raff ich das erstmal. Hier, wir haben ein Kleeblatt und das war ein ganzes Level. Uhu, wollen wir noch eins machen? Komm, die haben fast immer... Die haben doch was aufgesammelt gehabt. Erzählt mir doch nicht so einen Scheiß. Ja, komm, wir machen noch ein Level. Das kriegen wir noch mal hin. Ein Level kriegen wir noch hin. Mit Maya. Gib mir mal die Honigpollen. Also die Pollen sind ja angeblich sehr eiweißhaltig. Habe ich mich mal so aus ernährungstechnischen Gründen damit beschäftigt. Wenn man nutzig die Pollen reindrückt, also ohne dass direkt Honig draus gemacht wurde. Ich weiß aber gar nicht, wer mir das mal erzählt hat. Ich glaub's einfach mal. Ich glaub's einfach mal. Egal, ich kenne ja nur gute Menschen. Von daher muss das ja stimmen. Okay, oben lang. Welches Spiel im Jump'n'Run-Bereich würde jemals ohne schwebende Plattform auskommen? Also gibt es Jump'n'Run-Spiele, die keine schwebenden Plattformen haben, gerade im 2D-Bereich. 3D glaube ich das schon eher, dass das sowas gibt. Aber im 2D-Bereich? Puh, würde mir jetzt auf Anhieb kein Spiel einfallen, das keine schwebende Plattform hat, wenn es ein Plattformer ist. Das ist einfach maßgeblich für das Level-Design. Wenn du suchst, das Level-Design unheimlich. Zum Beispiel solche Passagen wären gar nicht möglich, wenn es nicht, schwere Plattformen wären. Also physikalisch völliger Schwachsinnsplattform quasi. Drecksau. So, da. Und noch eine Blute für mich. Ja, ich höre auf zu sagen, das Spiel macht eigentlich keinen Sinn mehr. Wir haben es alles gesehen. Wir versuchen gerade nur den Himmel zu erreichen. Statt sie einfach mal ihre Scheißfähigkeit zum Fliegen nutzen würde, dauerhaft, ohne dass sie gerade mal auf Pollen hängen geblieben ist, dann könnte sie auch ohne Probleme alles schaffen, was sie möchte. Maya, komm von dem Scheiß Drogen los. Ohne Kack. Das bringt absolut nichts, was du da machst. Die ganze Zeit sich nur Pollen reinziehen, ist nicht der richtige Ansatz. Wie willst du denn ein Studium schaffen? Denk doch mal darüber nach. Denk doch mal an deine Zukunft. Denk doch mal daran. So. Hoch da mit dir. Ach, Maya. Irgendwann, ne? Irgendwann mal. Hast doch du es geschafft. Du bist nicht hängen geblieben auf Pollen. Yay, neue Pollen. Ah, sie ist doch auf Pollen hängen geblieben. Was soll ich machen? Ich will mehr Pollen. Ich brauche sie. Willi. Der beste Willi ist eigentlich noch Hausmeister Willi. Muss man einfach mal so sagen. Also generell. Auch jetzt im Real Life. Hausmeister Willi, von allen Willis der allerbeste. Kennt keinen besseren Willi. Mir fällt auch gerade schnell keiner ein. Gibt aber noch welche. Mir fallen gerade ein paar Politiker ein, die Willi heißen. Aber naja. Wir bleiben mal bei der steilen These. Willi ist der allerbeste Willi der Welt. Und der ist schon ein bisschen kacke. Es ist halt immer so. Also, ihr seid, ja. Ich will jetzt niemanden beleidigen, der Willi heißt. Bitte mal in die Kommentare schreiben, wer Willi heißt. Ja. Das würde mich mal interessieren, einfach aus dem Grund. Mich interessiert es generell mal, wie ihr heißt. Ohne Scheiß.
Nicht eure ganzen Pseudo-Kacknamen. Haut mal die realen Namen raus. Würde ich auch machen. Mach ich aber nicht. Warum? Macht man einfach nicht. Wenn man direkt Content produziert, ist es ungünstig, seinen realen Namen rauszuhauen. Aus dem Grund, naja, ihr wisst schon, da wissen die Leute, wer du bist, wo du wohnst, kann man ganz schnell rausfinden, da gehen ja Leute. Die ja, könnten vielleicht ein paar unfreundliche Leute sein, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Gag raushaue über, weiß ich auch nicht, über die Bienenindustrie, also über die ganze Imkerindustrie. Kommen Imker mit Heugabeln? Und was haben denn die? Wo arbeitet der Imker? Oh, guck mal, mach noch eine Scheiße, ich bin gerade entspannt. Was macht der Imker? Der arbeitet mit so einem komischen Netz. Was zieht er sich über die Augen? Aber was ist denn so sein Handwerkszeug? Eine Pipette oder sowas? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Auf jeden Fall, hier kommen wir vorbei. Sorry, ich esse gerade Wein drauf nebenbei. Wie gesagt, das Spiel, das verleitet mich zum Schlechtesten. Normalerweise esse ich nicht, wenn ich irgendwas aufnehme. Ja. Und damit wollen die mich dann killen. Hier ist meine Theorie. Grundsätzlich wollen die Leute im Internet nur Schlechtes von dir. So, das ist die steile These. Stimmt nicht, ist egal, muss ich jetzt ausstellen. So, wo war ich stehen geblieben? Ja, ihr könnt euren realen Namen ruhig runterschreiben. Ich lasse das. Genau, darauf wollte ich hinaus. Oh Mann, ist das schlecht. So. Nein, Maya. Flieg doch mal. Komm, du hast doch ein bisschen Honig im Topf. Kannst du noch ein bisschen fliegen. Also eigentlich ist sie nicht auf Pollen, die ist auf Honig. Und die verarbeitet das so verdammt schnell. Normale Bienen, ja, die brauchen eine Weile dafür, um den Biorhythmus anzuwerfen. Maya, ist alles scheißegal. Die kackt das hintereinander aus, den Honig. Und dann verbraucht sie ihn gleich wieder zum Fliegen. Es ist seltsam. Maya ist wohl mit Abstand die seltsamste Biene der Welt. Die wurde auch vom Verband der Bienenfreunde ausgeschlossen, weil sie zu oft auf Pollen hängen geblieben ist und daraus Honig gemacht hat. Und diesen speziellen Nektar ihrer selbst, oh Gott, das klingt so falsch, hat sie quasi andere Bienen verkauft. So, dann gab's Riesenskandale. Maya, die Bienenprinzessin, als Drogendealerin. Ja, das wollte die Öffentlichkeit nicht. Da haben sie gesagt, hey Maya, wir nehmen dich jetzt mal nicht fest, aber du verkaufst doch nicht mehr und machst deinen Shit alleine. Das ist übrigens jetzt komplett einmal die Story von Maya zusammengefasst. Ihr braucht das jetzt also auch nicht mehr gucken. Ihr könnt aber darauf achten, wenn eure Kinder das sehen, dass ihr genau mal wisst. Aha, das ist die Hintergrundstory. Maya, du gefährliches Vieh, du. So, sind wir jetzt mal bald durch diesen Level durch. Ich wollte das wenigstens noch machen. Ich habe eigentlich gehofft, dass es eine Art Endboss gibt. Vielleicht eine riesen Gottesanbeterin, die uns killen möchte. Hui. Mach doch mal höher. Und noch höher. Und, neues Element auf einmal. Also ich meine nicht den Springpilz, ich meine, dass die solche kleinen Jump-and-Run-Abschnitte bauen. Normalerweise paste man hier durch die Level. Oh nein. Ich bin gestorben? Ich habe nicht drauf geachtet, ich bin gestorben. Und ich muss von vorne anfangen. Oh, Leute, das gebe ich mir jetzt nicht. Ich habe halt nicht drauf geachtet. Nee, ich will wirklich nicht nochmal das ganze Level durchspielen. Das ist mir völlig Puppe. Ich möchte mich jetzt verabschieden von euch. Das war's jetzt mit Maya und Willi. Ich weiß trotzdem nicht, warum ich Willi ausgewählt habe, Maya gekriegt habe. Wahrscheinlich war ich zu blöd und habe doch Maya ausgewählt. Geht ja nicht anders. Ansonsten, ja, wie gesagt, das braucht jetzt noch ein paar Minuten, um das ganze Level durchzupacen. Da habe ich wirklich keinen Bock drauf. Ich habe gedacht, ich bin unbesiegbar und kann einfach durch die Gegend laufen. War aber nicht so. Daher möchte ich mich jetzt verabschieden. Maya macht noch ein paar Liegestütze. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 10 und 12 und 13 und 14 und 15 und 16 und 17 und 18 und 19 und 20. Ich sag euch noch auf Wiedersehen und bis die Tage und ciao, Leute.